ein bisschen Angst, genau wie haben wir alle. Wie haben Sie davon erfahren? Bitte? Wie haben Sie davon erfahren, was hier in Berlin passiert ist? Internet. Aus dem Internet und dann er hat auch von mir und er hat gesagt, auch was ist passiert. Und das war's. Keine Rettung. Ja, wenn die vor sich schien. Nein, wenn die Rettungsgasse ist, keine Rettung. Ja, ist doch gut. Nein, keine Rettungsgasse. Dann haben Sie das nochmal, dann sperren Sie ein. Du fragst mich nicht alle, Christopher, aufs Maul. Haben wir uns verstanden? Nein, du sprichst uns nicht verstanden. Los, ab, runter hier. Ey, woher weißt du denn, dass er nichts gemacht hat? Wenn man den Polizisten beleidigt, dann hat man halt zu viel. Wollen Sie wieder in den Knast? Vielleicht sollte man auch respektieren. Ich hab Ihre Personalien. Machen Sie ein Ding Scheiße? Die Polizei vielleicht mal respektieren und die Polizisten mal als Autoritäten anerkennen. In die Richtung. Und nicht die Polizisten anpissen. Was ist das? Das ist kein Polizist. Natürlich ist er ein Polizist. Und wenn er sagt, er soll sich benehmen, dann benimmt er sich gefällig. Ja, okay, Politiker. Ey, das ist ein Politiker, Alter. Ja, toll, Opfer. Sonst gibt's euch Danke, ne? Danke, ne? Bitte was? Wenn du das hier scheiße findest, dann geh woanders hin. Ich rede nicht, halt meine Schnauze nicht. Ich kann nicht angehen. Hat jemand gesagt, dass es nicht richtig ist? Oder dass es nicht wahr ist? Ja, was? Darum geht's doch gar nicht. Weil irgend so ein scheiß, höchstwahrscheinlich scheiß Moslem das gemacht hat in unserem Land? Es war ja kein Moslem. Das war, was war das? War kein Moslem. Dann war es ein Däne. Wir haben die Moslem oder was? Wir sind doch kein Rassist, Alter. Wir sind da unten. Urbund. Wir machen die Moslem oder was? Zwei Polen, Mann, der hört doch nicht hin. Thank you.